Hallo, wir sind wieder bei Facebook Live. Wir sprechen heute über die Lage der Uiguren in China, in der Volksrepublik China. Und wir sprechen im Besonderen über einen Wissenschaftler, einen der vielen uigurischen Wissenschaftler, die in China verschwunden sind. Und dafür haben wir jemanden einladen können, jemanden gewinnen können, der der Sohn des Wissenschaftlers ist. Herr Kahidi, Guten Tag. hallo. Schön, dass es geklappt hat. Wir sind sehr froh, dass Sie uns über Ihren Vater und über die Uiguren etwas erzählen wollen. Vielleicht können Sie erst mal Ihren Vater vorstellen. Wie heißt Ihr Vater? Okay, ja, danke schön. Ja, ich bedanke mich zuerst bei Ihnen sehr für Ihre Einladung, dass ich hier bei Ihnen zu Gast sein darf. Und ich bedanke mich sehr bei Ihrer Gesellschaft dafür, dass die Gesellschaft für bedrohte Völker seit vielen Jahren für Uiguren besonders eingesetzt haben. Dann, okay, ich will jetzt über meinen Vater etwas Ich reden. habe Ihren Vornamen vergessen, Herr Ja, Kahidi. ich heiße ja zuerst, ja, ich heiße Tahir, Vorname, dann Nachname heißt Motelle Prahiri. Ich will jetzt über meinen Vater was erzählen. Wie heißt Ihr Vater? Mein Vater heißt Motelle Prahiri. Er ist geboren 1950 bei Kaschka in einem kleinen Dorf. Dieses Dorf heißt Ksembui. Das Dorf entfernt ist 50 Kilometer von Kaschka entfernt. Ja, dann er hat studiert Uigur Literatur und Sprache an einer Universität, die Chinesische Kommunistische Partei gegründet hat. Und er ist zum Wissenschaftler geworden. Ja, er ist durch Studium, durch ein fleißiges, langjähriges Studium, ein Wissenschaftler geworden. Und er hat auch in diese beiden Erforschungen der uigurischen Kultur viel geschrieben. Sein Forschungsschwerpunkt ist uigurische Personennamenforschung und arabische Sprache. Er hat über die Personennamenforschung bis jetzt sieben Bücher verfasst. Das berühmteste von diesen sieben Büchern ist Uyghurisches Qamusi. Das ist uigurisch, auf Deutsch heißt es ein neu-uigurisches Onomastikon. Das ist eine Personennamensammlung. Ich zeige jetzt das Buch. Ja, das Buch heißt Uyghurisches Qamusi. Das Buch setzt sich aus 900 Seiten zusammen und gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil ist ein theoretischer Teil. Dabei wurden kulturelle Merkmale, semantische und morphologische Merkmale der uigurischen Personennamen gut geschildert. Dieser theoretische Teil umfasst 120 Seiten. Und andere Teile ist ein Namen-Lexikon-Teil und das besteht aus ungefähr mehr als 700 Seiten. Und das ist dabei Namen, verschiedene Schreibweise, Aussprachweise, Schreibvariante der uigurischen Personennamen gut geschildert, auch Bedeutungen auch. Zum Beispiel ein Beispiel. Der uigurische Personennamen sind ein bisschen kompliziert, dafür muss ich ein Beispiel anführen. Zum Beispiel mein Name heißt Tahir. Dann in der Aussprache, man sagt Tayir, Tayir oder Tayachun. Unterschiedliche Weise, dann unterschiedliche Regionaldialekte. Dann dafür, dann, er hat dieses Beispiel, wenn man Tahir, dann wenn man Tayir sagt, dann gucken Sie auf Tahir. Bedeutung ist das so. Wenn Tayachun sagt, gucken Sie auf Tahir, auf Seite so, nur wie normal Lexikon. Vielleicht für unsere Zuschauer, die natürlich auch heute wieder ihre Fragen stellen können und Kommentare abgeben können, das Uigurische, die uigurische Sprache, ist die, wie nah ist die an der chinesischen Sprache? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist sehr, sehr weit entfernt. Erstens, wenn man diese von der Sprachwissenschaft ein bisschen Ahnung hat, man weiß schon, chinesische Sprachtypologie ist eine isolierte Sprache. Und dann diese Türkisch und Uigurisch, agglutinierende Sprache. Uigurisch gehört zur Turksprache, Turksprachenfamilie. Dann ist er verwandt mit dem Türkei-Türkischen und mit dem Usbekischen. Wenn Sie mit einem Menschen aus der Türkei sprechen, können Sie ihn verstehen? Kann er Sie verstehen? Das, ja, Grundwortschatz ist ähnlich. Man kann sich schon verständigen. Ich habe nur 3 Monate Türkisch gelernt. Dann danach habe ich schon bei der Kommunikation im Türkischen mit Türkei kein Problem. Ich kann mit dem Präsidenten Erdogan sprechen, wenn ich ihn sehen würde. Da hätten wir auch als Gesellschaft für bedrohte Völker noch einige Sachen, die wir Ihnen gerne mitgeben würden, wenn Sie ihn treffen. Was hat Ihr Vater noch veröffentlicht? Sie haben ein paar Beispiele mitgebracht. Okay, dann, ich habe gerade gesagt, er hat 7 Bücher über die Personennamenforschung verfasst und er gilt als Begründer der Personennamenforschung bei den Uiguren. Außerdem hat er 11
Lehrbücher für das moderne Hocharabisch verfasst. Eine davon ist Arabchini Muallimsiz Ügnisch. Auf Deutsch heißt das Buch Arabisch lernen ohne Lehrer. Ich will selbst lernen. Dann das Buch ist 2003 beim Verlag Uygur Verlag in Kaschgar erschienen. Dann, das ist ja diese vordere Seite. Dann, ich sage jetzt Rückseite. Dabei wurde andere Publikation, Bücher meines Vaters bildlich dargestellt. Und er war auch Chefredakteur einer Zeitschrift, sehr lange. Ja, das stimmt. Neben seiner Professortätigkeit in der Abteilung für uigurische Sprache und Literatur war er seit dem 1991 als Chefredakteur der wissenschaftlichen Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule Kaschgar tätig. Und diese Hochschule heißt jetzt seit 2015 Universität Kaschgar. Und ich will jetzt ein Band aus dieser Zeitschrift zeigen. Ja. Hier sieht man ja Uigurisch. Ja, sehr, sehr. Dann das ist Kaschgar Pädagogik Institut Ilmi Jurnali. Das heißt, wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule Kaschgar. Dann seit dem 1991 hat er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2010 als Chefredakteur gearbeitet. Diese Zeitschrift erscheint seit dem 1981. Es gibt verschiedene Ausgaben in zwei Sprachen, Uigurisch und Chinesisch. Es gibt jeweils naturwissenschaftliche Teil und geisteswissenschaftliche Teil. Geisteswissenschaftliche Teil erscheint im Jahr viermal, das heißt eine Dreimonatszeitschrift. Dann chinesische Teil erscheint auch im Jahr viermal, geisteswissenschaftliche Teil. Naturwissenschaftliche Teil erscheint sechs Monate einmal, jährlich zweimal. Das heißt, im Jahr, diese Zeitschrift erscheint insgesamt 12 Hefte. Mein Vater war langjährig Chefredakteur dieser Gesamtzeitschrift. Außerdem ist er auch der zuständige Redakteur des geisteswissenschaftlichen Teils dieser Zeitschrift in uigurischer Sprache. Dann, er hat in seiner Autobiografie geschrieben, er hat in seiner Redaktionstätigkeit insgesamt 1850 wissenschaftliche Aufsätze allein lektoriert. Dann, sehr viel. Ihr Vater ist also eindeutig jemand, der sein Leben der Wissenschaft verschrieben hat. Ja, das kann man so sagen. Das ja ohne Zweifel, man kann so behaupten. Und die Kommunistische Partei hat die seit 1949 regierende, diktatorisch regierende Kommunistische Partei hat dafür gesorgt, dass ihr Vater, ein Wissenschaftler, der sein Leben der Wissenschaft gewidmet hat, verschwunden ist. Wann haben Sie das letzte Mal von Ihrem Vater gehört? Ja, ich habe vom letzten Mal von meinem Vater 2017, das war ich am 18. Oktober, dann letzter Telefonkontakt. Ich habe an dem Tag, ich musste ihn fünfmal anrufen wegen einer wissenschaftlichen Diskussion. Ich habe das gemacht, dann seit dem letzten Anruf hat er mir gesagt, mein Sohn, ruf mich nicht an. Auch Stimme, auch so beängstigend, dann unruhige Stimme, aus der Körpersprache kann man auch viel lesen, ja, Telefon auch, man kann. Dann, ich habe dann gedacht, dann, ja, mein Vater hat Probleme bekommen und er wird Probleme bekommen. Dann seitdem bin ich wieder Raucher geworden. Davor habe ich schon Rauchen 4 Jahre aufgehört. Dann das ist schon erster Einfluss vom Präsidenten Xi Jinping auf meinen Körper. Auf meinen Körper. Also Sie haben dann 2017 das letzte Mal mit ihm direkt gesprochen. Ja. Und Sie haben vor ein paar Monaten erfahren, dass Ihr Vater verschwunden ist. Vielleicht können Sie berichten, wie Sie das erfahren haben. Ja, ich habe 2018, ja, das heißt letztes Jahr, am 22. November 2018, habe ich durch das Radio Freies Asien, erfahren, dass mein Vater durch die Staatssicherheitspolizisten in Kaschgar verhaftet worden ist. Dann vor zwei Monaten, zwei Tagen. Heute haben wir 24. Januar. Dann außerdem, ich will etwas hinzufügen, was die Legitimation der chinesischen Regierung über die Verhaftung meines Vaters gesagt wurde. Zum Beispiel in dem Bericht heißt es, meinem Vater Islam-Propaganda arabischen Kultur vorgeworfen.
Dabei wurde gesagt, ja, mein Vater soll vermutlich versucht haben, mit Hilfe der Forschung für Islam und für arabische Kultur Propaganda gemacht zu haben. Aber ich glaube, ich bin tief davon überzeugt, das stimmt nicht. Dafür habe ich zwei Argumente. Erstens, man muss ja im Auge behalten, dass China ein vielvölkiger Staat ist. Volksrepublik China ist gegründet im Jahr 1949 auf der Basis eines vielvölkiger Staates. Dabei, wir haben auch jetzt die chinesische Verfassung, die der anderen Völker Autonomie zuschreibt, darunter Tibet, Uiguren und andere Nationalitäten. Zweitens, wir haben das Autonomiegesetz. Das heißt, laut diesen Gesetzen haben die Minderheiten Rechte, eigene Sprache, eigene Kultur aufzubewahren und eigene Sprache in öffentlichen Räumen wie Gerichtsgebäude, Schule, Bahnhof und so weiter zu verwenden. Darüber hinaus haben die Minderheiten Rechte, das heißt die Völker, Uiguren wie Tibeter, Rechte darauf, eigene Kultur zu erforschen und in eigener Sprache zu schreiben. Das, was Ihr Vater gemacht hat. Außerdem in der chinesischen Verfassung steht klar, dass die chinesischen Bürger Recht darauf haben, auf freie Meinungsäußerung. Was mein Vater gemacht hat, ist mit der Verfassung, mit der chinesischen Verfassung, mit dem Autonomiegesetz vereinbar. Deswegen dieser Vorwurf, mit Forschung für etwas Propaganda zu machen, das ist Irrtum. Deswegen, ich bezeichne die Verhaftung meines Vaters als illegal. Dann noch ein anderes Argument dafür, dass mein Vater für nichts Propaganda gemacht hat. Zum Beispiel, ja, durch seine Forschung, er hat diese arabische Kultur, durch diese Forschung, durch arabistische Forschung, eine Brücke zwischen arabischer Kultur und uigurischer Kultur aufgebaut. Zum Beispiel Personennamenforschung, auch meisten und die Mehrheit der uigurischen Personennamen haben arabischen und persischen Ursprung. Er hat das erforscht, gesammelt seit den letzten 30 Jahren. Dann, er hat dadurch auch diesen kulturellen Austausch zwischen den Völkern ermöglicht, durch seine Lehrbücher auch. Er hat nur das durch zum Kulturaustausch einen Grundstein gelegt, mindestens bei den Uiguren. Zweitens, durch seine Redaktionstätigkeit hat er auch dazu einen Beitrag geleistet, dass eine Brücke zwischen chinesischer Kultur und uigurischer Kultur an der Universität Kashgar entsteht. Zum Beispiel, mein Vater hat immer den uigurischen Autoren Auftrag gegeben, dass die uigurischen Autoren chinesische Kultur erforschen und die Aufsätze schreiben für diese uigurische Zeitschrift. Zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel. Es gibt einen Professor, Rajab Abdulkadir. Er erforscht die chinesische Sprache, er ist Professor für chinesische Sprache. Jetzt auch, er ist tätig, noch nicht verhaftet. Dann, mein Vater hat ihm Auftrag gegeben, er muss eine kontrastive Betrachtung schreiben, eine umfangreiche Studie schreiben über die nonverbale Kommunikation in chinesischer und uigurischer Sprache. Dann auch, er hat auch geschrieben, lange erforscht auch diese chinesische nonverbale Kommunikation mit dem uigurischen verglichen. Dann, das ist nur ein kleines Beispiel. Mein Vater war auch, ist auch, wir sind auch, ich auch, nicht gegen chinesische Kultur und nicht gegen das Erlernen der chinesischen Sprache. Wir sind nur dafür zum Erhalt der uigurischen Kultur und Sprache. Ja. Dann erstens, das ist eine Brücke. Zweitens, er hat auch den chinesischen Autoren, den chinesischen Wissenschaft Auftrag gegeben, und er auch diese verschiedenen Sachen für chinesische Zeitschrift etwas Uigurisch schreibt. Er hat auch den uigurischen Professor Auftrag gegeben, die auch für chinesische Zeitschrift auch etwas über uigurische Kultur schreibt. Das heißt, er hat dafür gesorgt, die für Völkerverständigung zwischen Uiguren und Chinesen. Das ist kein Verbrechen. Forschung ist kein Verbrechen. Ja. Außerdem, diese Zeitschrift ist auch von der Kommunistischen Partei begründet. Das ist alles, mein Vater hat dazu beigetragen, wie gesagt, dass zwischen Uiguren und Chinesen ein Kulturaustausch entsteht, eine Brücke entsteht. Außerdem, ich möchte hinzufügen, mein Vater hatte immer mit chinesischen und mit Uiguren, mit chinesischen Kollegen sehr gut kommuniziert. Er war auch seinen Studenten sehr nett. Gestern, ein Student von ihm in Australien, er hat auch später in Belgien promoviert im Bereich der Philosophie, er hat mir geschrieben, nachdem er das Live-Sendungswerbung gesehen hat, ja, dein Vater war mein Lehrer, klassisches Mitteluigurisch, dann mein Dozent, als ich dort auf Bachelor studierte. Dann er war eine tolle Person.
Das ist ein Schock für mich, nachdem ich gehört habe, dass dein Vater verhaftet worden ist. Was kann ich für dich tun? Dann ich habe gesagt, danke. Ein Uigurenwissenschaftler. Dann daraus kann man schon ableiten, mein Vater hat auch seine Studenten, seine Schüler sehr gut behandelt. Ja. Dann das ist auch, er hat auch immer gute Beziehungen zu chinesischen Wissenschaftlern gepflegt. Mhm. Arbeitskollege, zu Wissenschaftlern, zu Universitätsparteichef auch immer gute Beziehungen gepflegt. Persönlich immer gegrüßt. Oder diese, wenn wir Kurban Bayram, die Muslime haben Kurban Bayram, wenn wir Kurban Bayram haben, Ist das ein religiöses Fest? Wenn wir jedes Mal Kurban Bayram haben, schlachten wir Lamm. Dann da immer die kommen die chinesischen Kollegen immer bei uns viel Lamm gegessen. Dann ich frage mich jetzt, wo sind die jetzt, die Lamm, unsere Lamm gegessen haben? Da, was ich sagen möchte, nicht Abrechnung mit diesen Gästen, aber das ist, wir waren auch nie fremdenfeindlich. Ja. Wir sind mein Vater, meine Familie und andere Uiguren, Mehrheit der Uiguren sind dafür, dass die eine multikulturelle, friedliche Koexistenz der Kulturen. Wir sind dafür, dass Unterdrückung dort zu Ende geht. Ja. Das ist was, was wir wollen. Wir wollen alle Rechte haben, was in der chinesischen Verfassung steht, was im Autonomiegesetz steht. Wir wollen unsere Rechte zurückhaben, die seit den letzten ein paar Jahren durch Chen Chuanguo geraubt worden ist. Wer ist Chen Chuanguo? Chen Chuanguo ist ein kommunistischer Politiker. Er ist Mitglied des Politbüros der chinesischen Kommunistischen Partei. Er war zwischen 2011 und 2016 als Parteichef in Tibet tätig. Wahrscheinlich, Sie kennen auch, was er in Tibet, welchen Schaden er in Tibet angerichtet hat. Er hat sich durch seine Repression in Tibet für Ost-Turkestan, Xinjiang empfohlen. Ja, diese Selbstverbrennung, er hat dazu geführt, dass die Tibeter die Unterdrückung nicht erleiden könnten, dann die sich selbst verbrannt haben. Mhm. Dann er arbeitet seit dem Ende Januar 2016 bis jetzt in Xinjiang, besser formuliert, in dem uigurischen Autonomiegebiet Xinjiang, der Volksrepublik China, als Parteichef. Mhm. Mit ihm hat Unterdrückungspolitik ihre Hochphase erreicht. Sie haben gesagt, Sie hatten 2017 das letzte Mal direkt Kontakt mit Ihrem Vater. Ja. Er hat Ihnen gesagt, ruf nicht mehr an. Haben Sie in dem Moment verstanden, was er meint oder warum er das sagt? Nein, ich habe schon verstanden. Ich habe da, weil am zweiten Tag musste 19. Parteitag stattfinden. Dann er hat schon darauf hingedeutet. Er hat gesagt, mein Sohn, ruf mich nicht an. Du musst dich auf deinen Promoteur konzentrieren. Dann auch sehr unruhige, beängstigende Stimme. Ja. Ich habe später durch andere Kanäle, durch einen Freund in Beijing, habe ich davon erfahren, nach diesem Gespräch wurde mein Vater durch die Staatssicherheitspolizisten mitgenommen. 3 Tage musste er im Stasi-Gefängnis bleiben. Mhm. Dann später entlassen, dann später auch noch eine Strafe, im Mai 2018, Universitätsparteikommission der Kashgar-Universität hat bestimmt, dass mein Vater eine zweitgrößte parteiinterne Strafe bekommt, weil er uigurische Kultur erforscht hat. Dann da, das ist diese Geldstrafe in Höhe von 68.000 Yuan, ungefähr 8.000 bis 9.000 Euro. Ja. Letztes Jahr, wie gesagt, September verhaftet worden. Dann ich habe nur vor 2 Monaten von dieser Nachricht erfahren. Was haben Sie seitdem gemacht? Ja, das ist, wie kann man, was kann, das ist eine gute Frage, Jan. Haben Sie überlegt, soll ich in die Öffentlichkeit gehen oder soll ich lieber schweigen? Diese Frage stellen sich gerade viele Uiguren, die in der Welt sind, die nicht in China sind. Soll ich das Schicksal meiner Verwandten öffentlich thematisieren oder soll ich vielleicht schweigen aus Angst? Und da kann man unterschiedliche Meinungen haben, verständlicherweise. Mhm. Und Sie haben sich aber entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen. Bei mir gibt es gar keinen Zweifel. Ich habe diese Nachricht gehört, im 22. November gehört, dann am zweiten Tag sofort. An dem Tag musste ich viel Medien schreiben, E-Mails schreiben, dann ich wollte so das Medial, dass diesen Fall populär machen. Dann ich habe mich auch
mit ihrer Gesellschaft in Verbindung gesetzt. Ja, Gott sei Dank, sie haben mich unterstützt, auch Herr Delius, alle hier vor mir sitzen. Dann auch dann Menschenrechtsaktivisten, das ist hochmoralische, tugendhafte Aktion. Deswegen, ja, deswegen diesen Weg weitergeschlagen. Ja, ich mache auch weiter, dann ich schweige nicht. Deswegen, ich höre jeden Tag das Lied von Wolf Biermann, die Ermutigung, Ermutigung. Wir wollen nicht schweigen. Ja, das so ist Schweigen. So Schweigen ist meiner Meinung nach ein Beitrag dazu, dass die chinesische Kommunistische Partei, das Volk der Uiguren, das Volk der Kasachen und das Volk der Kirgisen kulturell vernichtet, wahrscheinlich auch auslöscht. Es gibt ja seit anderthalb Jahren, gab es immer mehr Berichte darüber, dass Hunderttausende Uiguren, Kasachen, Kirgisen, also muslimische Minderheiten im Nordwesten Chinas in Lager eingesperrt werden. Mhm. Und mittlerweile gibt es Annahmen darüber, dass es mindestens mehrere Hunderttausend sind. Die Zahl könnte sogar über eine Million liegen. Da gibt es unterschiedliche Aussagen oder Interpretationen. Auf jeden Fall werden massenhaft Menschen einfach weggesperrt und in Lager gesteckt. Sie haben ja Kontakt mit vielen anderen Uiguren. Sie haben ja Kontakt mit vielen Menschen, deren Familienangehörige in China einfach verschwunden sind. Ja, das ist ja, ich kenne ein paar Menschen, auch ich in Deutschland, auch ich sehe auch jeden Tag die Medien, was über die Uiguren berichtet wird. Da schon, das ist schon sehr dramatisch. Zum Beispiel, ja, ich kenne ein Ehepaar in Bayern und von Ehemannseite sind 4 Personen seit 2 Jahren verschwunden. Dann Ehefrau-Seite ist die jüngere Schwester von dieser Frau, Gülzira Taşmehmet, lebt jetzt in München. Dann ihre jüngere Schwester heißt Gülgina Taşmehmet, sie promovierte in Malaysia an einer Universität. Mhm. Dann vor einem Jahr musste sie, ich denke Ende Dezember 2017, musste sie nach Rolja, weil sie ihre Familie vermisst hat. Dann nach einer Woche, nachdem sie dort angekommen ist, ist sie verschwunden. Bis jetzt von ihr gibt es keine Spur. Ja. Das ist schon jetzt, das ist, wenn man Ausland studiert hat, wenn man mit Ausland einmal Telefonkontakt gehabt hat, ja, oder wenn man einmal Lahnbad gehabt hat im Leben oder jetzt hat, das ist schon das Grund dafür, dass die Uiguren, Kasachen, Kirgisen verhaftet werden. Das ist schon. Ja. Viele Eltern haben, es gibt viele Berichte darüber, dass Eltern, die noch Uiguren, die in ihrer Heimat sind, diejenigen, die im Ausland sind, mit denen telefoniert haben und dass sie ihnen 2 Dinge gesagt haben. Entweder kontaktiere uns nicht mehr oder du musst nach Hause kommen. Und dieses du musst nach Hause kommen, das ist eine dezidierte Politik der Kommunistischen Partei, dass die Uiguren, die im Ausland sind, zurückkommen müssen und dort droht ihnen natürlich auch das Verschwinden lassen. Sodass ihr Vater versucht hat, wahrscheinlich ihnen zu signalisieren, komm nicht zurück. Nein, er hat auch keine Möglichkeit, weil ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber die Sache, wenn er sagt, wahrscheinlich, er hat auch Angst vor der Verhaftung. Wir haben alle Angst, wir sind alle Menschen. Ja. Nur einzigste Person ist sicher, wahrscheinlich Xi Jinping. Er hat auch Angst, wahrscheinlich vor Politbüro-Mitgliedern, mindestens seine Angst ist kleiner als meine wahrscheinlich. Ja. Weil zum Beispiel, ich habe seit 2 Monaten, ich schlafe 3 bis 4 Stunden. Dann, ich habe mir heute gesagt, ja, die Hälfte meines Schlafs seit 2 Monaten hat mein Führer Xi Jinping geschlafen. Das heißt, er hat die Hälfte meines Schlafs geraubt. Er schläft 12 Stunden, weil mein 4-stündiger Schlaf ist verschwunden durch ihn. Das ist die Unterdrückung spürt man überall, obwohl man hier in Deutschland lebt, ja, dann diese von Peking aus jetzt überall macht. Zum Beispiel, Sie wissen schon, Ägypten. Viele Uigurischen hätten aus Ägypten zurückgeholt, wie Sie geschildert haben, dann verschwunden. Ja. Dann das ist Studium ist kein Verbrechen. Im Ausland zu studieren ist kein Verbrechen. Das ist es sei denn, man ist die Kommunistische Partei Chinas und hält es für ein Verbrechen, ja. Ja. Darf ich etwas fragen? Sie haben ein Foto mitgebracht. Mhm. Das sind einige Ihrer Familienmitglieder. Das ist Ihr Vater. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel man davon sehen kann, aber man hat vielleicht eine Andeutung als Zuschauer. Ja. Hatten Sie die Möglichkeit, mit Ihrer Familie in Kontakt zu treten? Wissen Sie, was mit den anderen Familienmitgliedern? Ich habe, wie gesagt, ich habe seit dem 18. Oktober 2017 keinen Kontakt zu meinen Familienmitgliedern. Dann, nachdem ich
die Verhaftung meines Vaters gehört habe, habe ich versucht, ja, meine Familienmitglieder zu erreichen. Angerufen dann, mein Vaters und Mutters Handy sind ausgeschaltet. Dann bei meinen anderen Familienmitgliedern konnte ich erreichen, die Handy von anderen haben geklingelt, aber niemand hat sich gemeldet. Dann, ich weiß es nicht, aber wie Sie sehen, ich habe 4 Geschwister. Dieses Foto stammt aus dem 5. Oktober 2016, nämlich an meinem Geburtstag wurde das Foto gemacht, ja, vor 2 Jahren. Ja. Dann da, ich habe 2 ältere Schwestern und 2 jüngere Brüder. Dann 3 davon sind in Kashgar und 1 ist in Urumqi. Ich weiß es nicht, ja, wie was die mächtige chinesische Kommunistische Partei mit diesen Personen, mit meinen anderen Verwandten gemacht hat. Ja. Und wenn Sie jetzt nach China reisen würden, um die Behörden zu fragen, was ist mit meinen Familienmitgliedern passiert, dann würde Ihnen das wahrscheinlich drohen, was Ihrem Vater passiert ist. Das heißt, es ist in diesem Moment gar keine Option für Sie, nach China zu reisen. Nein, jetzt, keine Option. Das ist, die Sache ist, ich habe gerade vergessen zu sagen, ich habe auch vor 2 Wochen die Polizistin in Kashgar angerufen, die Universitätspolizistin an der Universität Kashgar. Ja, da mir wurde gesagt, komm hier zurück, wenn du das über deinen Vater, was erfahren möchtest. Mhm. Dann wir können hier gut erklären. Mhm. Dann wahrscheinlich, das kann auch Drohung sein, das kann Mahnung sein oder Forderung sein. Dann, aber ich habe noch meine Promotion noch nicht abgeschlossen, deswegen ich habe auch jetzt nicht vor, irgendwo hinzureisen. Dann ich überlege mir, weil die Sache ist, niemand weiß, was morgen kommt. Ja, was Führer Xi Jinping, was passiert mit Führer Xi Jinping morgen oder heute Nacht, niemand weiß. Wir sind so ohnmächtig, dass wir sogar er ist so ohnmächtig. Manchmal, ich frage mich, er wird auch sterben, warum er quält andere Menschen. Weil Präsident oder Führer Xi Jinping kann seinen Tod nie hindern. Wir sind alle sind gestorben. Stalin ist auch gestorben durch Herzinfarkt oder niemand durfte rein wegen Angst. Sie wissen die Geschichte. Das ist so, weil manchmal wir haben alle gleich, Xi Jinping ist auch geboren, er hat auch Vater, er hat einen Vater, er hat jetzt Mutter, dann er hat auch einen normalen Mensch, er kommuniziert mit seiner Mutter und Tochter, er hat auch eine schöne Tochter, dann er ist auch Mensch, auf der einen Seite ist diese Person menschlich, auf der anderen Seite schon ist er, wie sagt man das, Unterdrücker, oder? Unterdrücker. Mindestens. Ja, mindestens. Man kann in Deutschland, wenn man etwas zum Ausdruck bringen möchte, muss man ein klares Wort finden. Sonst hat man Probleme. Das haben Sie gelernt, seitdem Sie in Deutschland sind, dass man hier mindestens anders kommuniziert. Nachdem ich Sie kennengelernt habe, auch Ihre Gesellschaft. Okay. Weil das ist Ihre Hausordnung, muss ich akzeptieren, Ihre Hausordnung. Just for the record, die Hausordnung kann ich mich gar nicht erinnern, mit Ihnen gesprochen zu haben. Was für Werte haben Ihnen Ihre Eltern versucht zu vermitteln, Ihnen und Ihren Geschwistern? Ja, das sind humanistische Werte. Wir sind auch keine orthodoxe, praktizierende Muslime. Wir meisten Uiguren sind humanistisch orientiert. Ja. Humanistische Werte, wir lesen auch von klein an Johann Wolfgang Goethe gelesen, dann, dass der seine vielen Werke sind ins Uigurisch übertragen worden, auch Thomas Mann und Nietzsche, Kafka, solche Weltliteratur, Weltkultur. Mhm. Dann die Uiguren sind offen für Weltkultur, ein Volk offen für Weltkultur und gemäßigt sunnitisch Muslim. Ja. Dann deswegen, wir haben die humanistischen Werte kennengelernt. Dann wir haben nie Feindschaft gegen Chinesen kennengelernt, gegen chinesische Kultur. Zum Beispiel die chinesische Regierung argumentiert immer, die Menschen, Lagerinsassen waren chinesenfeindlich oder chinesische Kulturfeindlich. Die sind Barbaren, wir sind zivilisierte Menschen, konfuzianische Kultur. Das stimmt nicht, weil ich möchte nicht sagen, die Chinesen haben eine Kultur, 5000 Jahre Kultur. Ja. Aber das heißt nicht, andere Kulturen sind rückständig. Ja. Das heißt, jede Kultur muss man mit gerechtig behandeln. Mhm. Dann, was ich sagen möchte, wir akzeptieren chinesischen Staat mit dieser Verfassung, mit dem Autonomiegesetz, aber der chinesische Staat und die Partei muss auch uns akzeptieren. Ja. Dass wir normale Bürger von China sind, dass wir genauso Menschen wie Chinesen, wie andere Völker in China sind. Die man nicht einfach wegsperren kann. Zum Beispiel, ich sehe viele Chinesen am Campus, die telefonieren mit, man sieht schon WhatsApp oder redet am Chinesisch, dann wie es in Peking Wetter heute oder Shanghai. Dann aber die Menschen reden über Wetter, über Essen, was dort gekocht wird, sonst Sache. Aber ich habe, oder nicht nur ich, viele Uiguren, Kasachen, Kirgisen im Ausland,
haben keine Möglichkeit, seit vielen Jahren einmal zu fragen bei ihren Eltern, wie geht's dir? Beim Anruf, wie geht's dir? Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jetzt mein Vater schon tot ist oder wo sind meine anderen Familienmitglieder. Man weiß nicht, weil das ist psychische Schuldunterdrückung. Dann das ist schon Diskriminierung, weil man sagt, Uiguren und das Gebiet der Uiguren, also Xinjiang, sind Teil von China. Okay, das völkerrechtlich das akzeptiert. Dann, aber der chinesische Staat, wenn so denkt, die Partei so denkt, dann muss auch unsere Rechte zurückgeben. Die chinesische Partei muss uns auch so behandeln. Dann Rückkehr zur Nationalität und Politik. Die eigene Verfassung. In den 80er Jahren. Zur Zeit von Zhao Ziyang und Hui Yaobang. Sie kennen die zwei Generalsekretäre, Liberalisierungspolitik in den 80er Jahren. Für Minderheiten auch, für Chinesen auch. Die konnten sich leider innerhalb der Partei nicht durchsetzen und andere Leute haben das Zepter übernommen. Gibt es Fragen für Hanna? Nein, noch nicht. Sie haben noch ein anderes Foto mitgebracht, quasi eine Collage. Die chinesische Regierung sagt immer, also erstmal hat die chinesische Regierung gesagt, es gibt keine Lager. Dann, als es immer mehr Berichte über diese Lager gab, hat sie gesagt, es sind Berufsschulzentren. Es sind Zentren, in denen Uiguren ihr Extremismus ausgetrieben wird. Aber dieses Argument, dort lernen Uiguren ihre Kompetenzen für einen besseren Einstieg in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Aber es gibt unter anderem, ihr Vater ist Wissenschaftler, es gibt Dichter, es gibt Poeten und Sie kennen auch welche von ihnen. Vielleicht können Sie noch ein paar Beispiele bringen. Okay, das ist, danke, ich mache das ja. Ich wage eine Behauptung aufzustellen, sogenannte Begründung, dass diese Lage ein Berufsausbildungszentrum wäre, ist ein Irrtum. Ja, Franz Kafka hat in seinem Roman Prozess geschrieben, die Lüge wird zur Weltordnung gemacht, verurteilt. Ja, die Sache ist, das stimmt schon, wenn man mit dieser Aussage von Partei im Einklang, im Zusammenhang betrachtet. Ja. Was ich sagen möchte, ist zum Beispiel, Chinesische sagen immer besser Partei. China ist größer als die Partei. Partei ist nicht gleich wie China. Dann, wenn man sagt, die viele Menschen, die verhaftet worden sind, die meisten dieser Menschen sind Schriftsteller, die selbst Beruf haben, Professoren, Universitätsrektor, der Rektor der Universität Kashgar, dann zum Beispiel hier, eine bekannte Romanautor, der heißt Ferhat Tursun, den ich auch persönlich kenne, auch sehr gut, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Zum Beispiel, er hat auch schon einen festen Job beim Staatsdienst, dann einen Kulturdienst. Dann er braucht keine Ausbildung. Alle diese Personen brauchen keine Ausbildung. Zum Beispiel sagen wir mal mein Vater. Mein Vater hat schon diese mehr als 10.000 Yuan Rente, dann er braucht keine Ausbildung. Außerdem ist die Gesundheit so schlecht. Dann 69, dann er musste nur so ruhig sterben können. Er braucht keine Ausbildung. Die Personen dort keine Ausbildung, brauchen keine Ausbildung. Das ist nur Lüge. Wir bilden die Menschen aus. Dann, ich habe gehört, damals auch dieser Gulag, auch der so argumentiert, Stalin hat argumentiert, okay, hier lernen die Menschen. Dann, ich habe auch vor kurzem etwas gelesen, da schon im Lager damals in Deutschland, auch irgendwo steht schon, Arbeit gut für Gesundheit. Dann groß geschrieben, weil das ist Chinesen genauso argumentieren jetzt der Staat zum Beispiel, sie haben noch gehört, dann neben den Lagen werden Fabriken gebaut, dann die Menschen, die Uiguren, Kasachen, Kirgisen werden für billige Lohn ausgebeutet. Das ist kollektive Versklavung eines Volkes oder einige Völker. Ja. Das ist komplett illegal nach den chinesischen Gesetzen, nach eigenen Gesetzen. Ja. Zum Beispiel diese Lage. Dieses Lagesystem ist mit der chinesischen Verfassung nie vereinbar. Gar nicht vereinbar. Zum Beispiel sage ich mal, dass diese per Gesetz Lage wurde legalisiert. Per welches Gesetz? Nur die Autonomiebehörde. Landtag in Xinjiang hat gesagt, okay, wir machen das. Aber das ist nach chinesischer Verfassung, jedes Gesetz, in Deutschland auch, wenn man ein Gesetz macht, das muss mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Dann, das nennen wir einen Staat. Ja. Wenn jede Provinz ein Gesetz macht, der gegen die eigene Verfassung ist. Wenn Xi Jinping eine Regel macht, die gegen die Verfassung ist, was ist dann? Die Verfassung hat schon keinen Status mehr. Deswegen, ich denke, es ist Lüge, wenn man sagt,
Okay, wir bilden die radikalen Menschen aus, damit die Menschen Job finden. Alle haben Job und alle sind auch nicht radikal. Zum Beispiel laut den Zeugenaussagen. Sie kennen viele so Mirgul Tursun oder Ömerbek oder andere. Viele, ich kann nicht alle Namen im Kopf auswendig haben. Aber die berichten, dass die viele Lagerinsassen normale Menschen sind, keine radikale religiösen Menschen sind und die haben Jobärzte, Geschäftsmänner und Professoren, die gesperrte Menschen. Dann da in dem Bild, ich habe auch gerade gesagt, viele Schriftsteller, Professoren, Rektoren, dann alle haben Job. Dann auch, die brauchen keine Ausbildung. Deswegen ja, dann das ist nur Lüge. Ja. Das ist nur, weil die chinesische Staat muss etwas begründen, weil die Sache internationale Öffentlichkeit, Druck der internationalen Öffentlichkeit ist zu groß geworden. Dann in chinesische Kultur, in jeder Kultur auch so, Gesichtsverlust ist schlimmer als ja etwas anderes. Alles. Deswegen wahrscheinlich die chinesische Staat versucht jetzt eigenes Gesicht aufzubewahren, so argumentieren. Wir bilden diese Menschen aus, weil die Menschen arbeitslos sind oder radikal sind. Wir sind gute Menschen. Dann gestern, vorgestern, diese Botschafter in den USA, chinesische Botschafter, er hat ja in einem Interview gesagt, USA tötet Terroristen im Ausland, aber wir sorgen dafür, dass die Terroristen gute Menschen werden in diesem Lager. Das ist so, normale Menschen, das ist Demütigung für die Lagerinsassen. Für viele Menschen, für Uiguren, Kasachen, das ist eine Demütigung. Wenn der Botschafter im 21. Jahrhundert in den USA denn so da sagt, das heißt, er vergleicht, er setzt die Lagerinsassen mit den Terroristen in der IS, Islamischen Staat. Wie kann man das vergleichen? Das ist Gesichtsverlust für China, wenn ein Botschafter in den USA so argumentiert. Ja. Ich will jetzt, wenn ich sagen darf, ich will dem Präsidenten Xi Jinping oder andere Staatsangehörige, Staatsdienst, die Menschen sagen, man muss gute Politik und Diplomaten aussuchen. Sonst diese Staat, die chinesische Staat, dann verliert eigenes Gesicht. Das ist da super. Wenn die chinesische Staat Supermacht werden möchte, muss auch ein bisschen diese hochqualifizierte Politik haben. Nicht wie Chim Chang Go oder wie heißt das Botschafter in den USA. Es gibt auch Berichte von einigen Chinesen, keinen mit hohen Parteifunktionen, die Uiguren-Politik kritisieren. Unter anderem Putin. Ja, das stimmt ja. Ja, zuerst, ich bedanke mich auch hier zum Beispiel bei allen diese demokratisch denkenden, humanistischen chinesischen Intellektuellen sehr, dass diese Personen sich um die Sache der Uiguren gekümmert haben oder kümmern. Zum Beispiel ja in China, innerhalb vom System, zum Beispiel auch Professor Zhang Lifan, er ist jetzt freier Forscher, er ist auch bekannter Historiker. Zhang Lifan hat zum Beispiel Ende 2017 in einem Interview mit der amerikanischen Stimme, Mego Jing heißt die Sendung, er hat dieses Lagersystem in meinem Land mit dem Lagersystem von Adolf Hitler verglichen und er hat gesagt, was wir gemacht haben, ist nicht anders, was Adolf Hitler gemacht hat. Dann auch Hujar hat auch in unterschiedlichen Anlässen dazu geäußert, er hat auch die Uigurenpolitik der chinesischen kommunistischen Partei hart angegriffen. Dann außerdem, letztes Jahr, diese ein paar hundert Intellektuelle weltweit, chinesische Intellektuelle haben offene Stellungnahme geäußert, Stellungnahmen verfasst zu Unterdrückungspolitik der chinesischen kommunistischen Partei gegenüber den Uiguren, Kasachen, Kirgisen. Sie meinen Chinesen, die im Exil sind, ja, beziehungsweise im Ausland? Im Ausland. Zum Beispiel auch ein paar Namen kenne ich schon. Chimpo Kong, Xia Yeliang und Xiaoming. Alle sind ja die Intellektuelle in den USA. Es hat mich gefreut, ja. Weil man kann nicht die Partei mit Chinesen gleichsetzen. Weil das ist der größte Fehler, wenn wir so machen. Ja. Dann wir müssen einmal, Dalai Lama vor vielen Jahren sagte, über die Tibet-Unterdrückung, er sagte, es wird Zeit kommen, in der die chinesischen Zivilisten, die Chinesen denken, dass es falsch ist, dass die Chinesen uns so unterdrücken. Das Leid, Empathie. Empathie und Mitgefühl ist Basis für alle Tugend. Ja. Auch Schopenhauer sagt auch, Mitleid ist Kern aller Moral. Ja. Rücksichtnahme auf andere. Auch Konfuzius auch, ja, war der Meinung. Das Kern des Konfuzianismus ist Rücksicht auf andere. Ja. Dann deswegen, ich hoffe auch, Präsident Xi ein bisschen Konfuzius lest. Das wäre gut. Ja, er ist leider damit so beschäftigt, Menschen zu unterdrücken und zu inhaftieren und Leute wie den Präsidenten der Universität Urumqi zum Tode zu verurteilen, dass
wir können es nur hoffen, aber ohne Druck aus dem Ausland hat, ohne den Druck aus dem Ausland hätte die chinesische Regierung gar nicht irgendwann zugegeben, dass es diese Lager gibt. Ja. Inzwischen werden ja auch Besuchergruppen teilweise aus muslimisch geprägten Ländern hingeführt und dann sieht man so Fernsehaufnahmen wie Uiguren freudig, when you're happy, clap your hands, singen. Ja. Also das ist alles fürs Publikum, auch fürs internationale Publikum. Das ist eine Show, das ist ein Theater, ein inszeniertes Theater. Ja. Das kann man natürlich, weil dieser Staat will nicht zugeben, dass dieser Staat, diese Partei, die andere Völker assimilieren möchten, zumindest kulturelle Genozid. Andreas Hens hat auch in Tagesthemen letztes Jahr diese Uiguren Unterdrückungsforschung, er hat auch gesagt, nach allem, was wir durch Zeugenaussagen wissen, dabei handelt es sich um einen kulturellen Genozid. Mhm. Ein sinngemäßes Zitat von Andreas Hens. Das bedeutet, dass die Menschen nicht alle physisch ausgelöscht werden, aber dass zum Beispiel ein ganz wichtiger Träger der Kultur, nämlich die uigurische Sprache, ausgelöscht wird. Ja, Dichte, und damit auch Lyrik, die Kultur Kultur. Es gibt eine Frage. Genau, es gibt quasi zwei Fragen. Mhm. Nämlich zum einen, ob es aus der chinesischen Bevölkerung auch Unterstützung für die Uiguren gibt, im Kampf gegen die Verfolgung. Und aber auch andersrum, ob die chinesische Bevölkerung die Verfolgung der Uiguren unterstützt. Ach so, meine Zivilisten in China. Genau. Das ist ja erstens... Und diese Unterstützung für Uiguren habe ich noch nicht. Ich habe gerade Zhang Lifan Huja erwähnt. Dann war, es gibt keine offene Unterstützung von der Seite der zivilen Bevölkerung. Aber das liegt daran, dass diese Informationen, der Zugang zu diesen Informationen durch die Partei gesperrt worden ist. Weil die Partei will, die chinesische Kommunistische Partei will gar nicht zugeben, dass die Uiguren und Kasachen, Kirgisen so radikal unterdrückt werden oder wurden sind. Dann die chinesische Bevölkerung weiß davon nicht. Was die chinesische Bevölkerung weiß, nur die Attentäter, die durch die radikale Terroristen, vermutlich durch Terroristen seit 2009 verübt worden sind. Dann, weil man hat diese Information, die Partei hat gespielt, Partei seit 10 Jahren, diese dazu beigetragen, dass Uiguren in China stigmatisiert werden. Dann durch die mediale Narrativ, diese Täternarrativ. Dann man zeigt diese tote Chinese, chinesisches Opfer. Man zeigt kein uigurisches Opfer, das durch die Staatsgewalt ums Leben gekommen sind. Dann deswegen ein vielfältiger Staat, wenn eine Mehrheit oder die Medien der Mehrheit oder die herrschende Partei so macht, das kann sehr gefährlich sein. Vor 1-2 Wochen dann dieser Sohn von Hu Yaobang, Hu Duping hat auch so kritisiert, offen kritisiert, diese starke Propaganda oder diese Aufklärung zu Vaterlandesliebe, Erziehung zu Vaterlandesliebe in China kann dazu führen zum Militarismus. Dann das kann außer Kontrolle geraten. Er sagt, das kann für den Staat sehr gefährlich sein. Was ist das ist Großnationalismus, er sagt. Han-Nationalismus ist gefährlich. Deswegen, man kann auch gegen die Zivilbevölkerung keinen Vorwurf machen, weil die haben davon keine Ahnung. Wenn man davon keine Ahnung, keine Information hat, Ahnung schon wahrscheinlich, man ahnt schon, was mit diesen Uiguren passiert. Wahrscheinlich mindestens die Chinesen, die im System sind, wissen schon. Aber die Sache ist, jetzt in China eine Personenstaat entstanden. China war, Volksrepublik war China, eine Parteistaat. Dann jetzt ein, wenn man, ich möchte nicht mit Deutschland fällt, also es ist ein anderes Wort fällt mir nicht auf, aber es ist ein Führerstaat. Ja. In der Verfassung schon verankert seit dem letzten Jahr, das ist, er ist Präsident auf lebenslange Zeit. Ja. In Saudi-Arabien und in China, Nordkorea, auch die drei Länder schon, die werden Chef bis zum Tod. Mhm. Dann, deswegen dann, was ich sagen möchte, die anderen Politbüro-Mitglieder haben nicht so viel Macht wie Xi Jinping. Deswegen, man kann gegen die chinesischen Zivilisten gar keinen Vorwurf machen. Weil die wissen, die nicht genaue Informationen, anschauliche Informationen, die haben nicht. Deswegen, wenn man über etwas nicht weiß, weiß man nicht, richtige moralische Entscheidungen zu treffen. Deswegen, in Deutschland auch immer gesagt, diese Mediendemokratie. Mediendemokratie heißt, diese offene Gesellschaft braucht offene Diskurse. Diskurse über die gesellschaftlichen Themen. Migration, was Deutschland mit Migration oder andere Themen, Arbeitslosigkeit, offen diskutiert. Die Bevölkerung hat
Zugang zu, die Information, zu diesen Informationen. Dann kann die Bevölkerung entweder moralisch verhalten oder unmoralisch. Deswegen bis jetzt keine Unterstützung von ziviler Seite, nur intellektuelle, ein paar Intellektuelle haben schon dazu geäußert, wahrscheinlich in der Zukunft werden mehr. Wir hoffen auch, dass ja, man muss auch Hoffnung nie aufgeben. Ja. Und China sorgt natürlich durch diese, oder die Kommunistische Partei sorgt die, durch die Inhaftierung von Hunderttausenden oder über eine Million Uiguren, Kasachen, Kirgisen dafür, dass das Image, die Sicht der Welt auf die Volksrepublik China total verdunkelt wird. Und ja, man kann nur hoffen, dass sie sich auch die Kritik aus dem Ausland, die es aus unserer Meinung nach zu selten gibt, aber es gibt sie, vor allen Dingen von demokratisch verfassten Staaten, dass die irgendwann Wirkung zeigt und dass man diese schreckliche Politik, die auch nur dazu führt, dass es viel mehr Radikalisierung gibt, das, was man vorgibt zu bekämpfen, wird das, was noch mehr Radikalisierung bewirkt. Ja, Terror bekämpft. Terror kann man nur bekämpfen durch legalen Weg, durch Politikänderung, Politikwechsel, durch politischen Wegen, durch friedlichen Wegen. Man kann nicht Terror bekämpfen durch Staatsgewalt. Durch Staatsterror. Staatsterror. Außerdem, man kann nicht gesamtes Volk und Generalverdacht stellen. Zum Beispiel ein Beispiel. Ich war, wie gesagt, 2006 in China. Dann am Flughafen von Changsha musste ich 2 Stunden Untersuchungen von Polizisten erleben. 2 Stunden. Ich habe gesagt, dann, was habe ich getan? Dann 2 Stunden unterschiedliche Fragen, 2 Stunden wie Verhör. Dann ich habe gesagt, was habe ich getan? Dann sagt, nee, Sie haben nichts getan, aber. Dann ich habe gesagt, nach dem Aber, was kommt? Schweigen Sie nicht, sagen Sie, mein Herr. Dann der Herr sagt, jetzt 2016, seit 6 Jahren in China sind viele Einschläge zustande gekommen. Dann ich habe gesagt, habe ich mit diesen Einschlägen zu tun? Können Sie mich nachweisen? Habe ich jemanden befohlen, jemanden umzubringen? Haben Sie Belege? Sagt, nein, aber Sie sind Uiguren aus Xinjiang. So, sagt ein bisschen so, er hat ein bisschen Schuldgefühl. Er sagt nicht, das ist meine Sache. Ich habe gesagt, wenn Sie handfeste Belege haben gegen mich, wenn ich einen Terroristen angerufen habe oder wenn ich mit jemandem kommuniziert habe oder wenn ich jemandem Auftrag gegeben habe, dann Sie können das machen. Ich habe auch Deutschland Beispiel beim Polizisten erzählt. In Deutschland gibt es auch Einschläge. Die deutsche Regierung wird nie Millionen von Menschen dafür einsperren, Millionen von Türken und anderen Muslimen. Ich habe gesagt, dann deswegen, deutsche Staat hat Selbstvertrauen zu sich. Dann, ich habe dann völlig gesagt, was wollen Sie damit meinen? Ich habe gesagt, ja, die chinesische Stadt, wenn Selbstvertrauen hat, der Uiguren ist zu wenig, nur 12 Millionen Menschen, dann Uiguren kann nie den chinesischen Staat und das chinesische Volk bedrohen. Diese Bedrohung, es ist fiktiv, durch Narrativ erzeugt es ein Feindbild. Das ist nichts anderes als Feindbild, das durch die mediale Berichterstattung in China seit den letzten Jahren zustande gekommen ist. Zustande kommt es im Sinne von, es wurde entschieden, dass es zustande kommen soll. Ja, ja, das ist systematisch, weil medial Berichterstattung, das ist schon, ja, dann, das ist dazu geführt, ja, dass die chinesischen Zivilisten dann für uns keine Empathie mehr haben. Wir könnten noch stundenlang weiterreden, Herr Rahidi. Wir erinnern nochmal an Ihren Vater, einen Wissenschaftler, der sein Leben dem Ausgleich der Forschung gewidmet hat. Sie sind auch Wissenschaftler geworden. Auf dem Weg mindestens, auf dem Weg. Und Sie mussten sich jetzt quasi durch die Umstände, Sie waren vorher politisch interessiert, aber jetzt sind Sie politisch aktiv geworden. Und jetzt machen Sie darauf aufmerksam, was mit den Uiguren passiert. Dafür möchte ich Ihnen auch nochmal ganz herzlich danken. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir werden noch häufiger über das Thema sprechen. Ja. Gibt es noch etwas, was Sie, Herr Kahedi, den deutschen Zuhörern mitgeben wollen? Ich bedanke mich auch bei Ihnen sehr für Ihre Einladung nochmal und ja für Ihr Interesse für Uiguren, für die Unterdrückung der Uiguren, Kasachen und Kirgisen. Und was ich hinzufügen möchte, auch an deutsche Zuschauer, dann mehr Interesse für Uiguren, auch für die deutsche Bundesregierung. Deutschland ist stärkste Wirtschaftsnation auf der Welt. Deutschland hat viel zu sagen, obwohl die Fläche ist klein ist, aber Deutschland hat viel zu sagen, ein schweres Gewicht auf der Welt. Dann es wäre gut, wenn die Bundesregierung sich um die Sache der Uiguren etwas kümmert. Dann außerdem will ich auch meinen uigurischen Zuschauern sagen, Schweigen ist Verbrechen. Schweigen ist ein Beitrag
zur Unterdrückungspolitik des Führers Xi Jinping. Seien Sie mutig, erzählen Sie, was mit Ihnen, was mit Ihrer Familie geschehen ist. Das ist alles von mir. Danke. Vielen Dank, Herr Kahin. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren. Bis zum nächsten Mal.